und einem Noob wie dir gebe ich Hey, meine Stelle nicht. Ich bin kein Noob. Shit. Oh, oh. Oh shit. Da sitzt ja einer. Ist das du der? Das, Neuer? Neuer? Ja, ich bin der Neue. Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, hör mal. Stör mich nicht, okay? Mhm. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Ich durchwühle doch keine Müll ab. Ach ja? Es war gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Nehmen wir mal einen mit. Da ist nur ein Jahres... Die aus... Wasserbecher. Reden wir mal mit dem Typen. Ich störe ja nur... Fass dich gucken. Ist das da der... Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Kann ich ihn haben? Ich hab meinen verlegt. Guter Witz. Jetzt würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Doch, dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Und einem Noob wie dir hey, gebe ich mir nicht. Ich bin kein Noob. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Mhm. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aha. Aber ich soll meinen Posten nie verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Das ist Blase? Oh, in diesem Raum ist sehr viel zu erzählen. Also erstmal ist hier das ganz prominent an der Monitorwand das wohl absurdeste und am meisten kritisierteste Rätsel, was es in Ätnabricht ausgibt. Findet es selbst raus und bitte hasst mich nicht dafür. Und zweitens ist hier natürlich ganz prominent im Bild der Wächter namens Blase, mit dem es einen aus meiner Sicht gelungensten Dialoge gibt. Ich fand einfach die Idee toll, dass man versuchen muss, an den Generalschlüssel zu kommen, der ihm da am Gürtel baumelt, indem man halt versucht, ihn zu überreden, dass er doch eigentlich aufs Klo müsste, weil er halt den ganzen Wasserboiler leer getrunken hat. Ich habe da selbst halt eine Art sadistischen Spaß bei entwickelt, halt einfach ihn irgendwie immer weiter mit diesen Dialogoptionen zu quälen, wo man ihn halt irgendwie auf Wasser ansprechen kann und halt irgendwie, dass alle Gesprächsoptionen darauf hinauslaufen, dass ein Bild vom, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf Toilette gegangen bin, als ich diesen Dialog geschrieben habe. Auch bemerkenswert ist vielleicht das Gespräch mit dem Mülleimer hier. Es war so eine dieser Situationen, wo ich halt irgendwie um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts, während ich die Texte geschrieben habe, also schon längst mit dem Zeichnen fertig war, mir halt irgendwie eingefallen ist, ja so, was schreibst du denn da jetzt? Jetzt redet sie auch noch mit dem Mülleimer. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, ja, könnte doch halt irgendwie so ein Oscar aus der Mülltonne in diesem siffigen Wasserbecher-Gewusel halt irgendwie wohnen und einfach zurücksprechen. Das wäre halt sehr überraschend. Dann tatsächlich habe ich diesen Gedankengang nicht so gedacht, sondern tatsächlich habe ich plötzlich angefangen zu kichern. Ich habe irgendwie 5 Minuten gekichert und dann war ich mir ziemlich sicher, ich muss das machen, auch wenn es totaler Wahnsinn war, halt dann plötzlich wieder anzufangen zu zeichnen und halt irgendwie diesen Oscar, wie er halt irgendwie aus der Mülltonne kurz rauskommt und dann noch eine Talk-Animation, das Ganze einzubauen. Während ich halt eigentlich schon längst an den Dialogen geschrieben habe, also an den Objekttexten. Aber einfach, weil ich selbst halt so gekichert habe, habe ich gedacht, das musst du machen, das kannst du jetzt nicht weglassen. Dann habe ich das noch gemacht, dann war ich halt noch eine Stunde länger auf oder 2 oder ich weiß es nicht mehr. Coole Sache so. Erstmal, wenn wir dem ein bisschen strapazieren. Wow, das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Oh ja. Nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja. Okay. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein. Apropos Wasser. Oh, Dialoge. Ich war in den Ferien am Pazifik.
endlich auf, über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Stopp. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin. Und zurück. Husch. Husch. Aufhören. Husch. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Ja, endlich. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich höre nicht zu. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufordern. Ohne Horswissen, oh nee. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcher, pitcher, pitcher. Jetzt halt endlich die Klappe. Oh, wie aggressiv. Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Wusste ich nicht. Endlich doch. Auf über Wasser zu reden. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stop it. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende, die hektoliterweise Wassermassen durch enge... Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Ich habe gehört... Endlich. Ja, im Ernst. Stop. Anfangen soll es als harmloses Nieseln, aber dann soll es richtig... Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring... Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Du kannst die... Ich kann... Diese wenn schließlich das Ventil ge... Willst du, dass ich mir... Ich höre ihn noch heute... Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach... Hast du Waterworld? Kannst du dir... Na. Wasser. Nade. Wasser. Noch ich gebe auf. Noch was. Noch was. Aber. Hast du... Als wenn Gott... Mann. Geh doch einfach... Hey! Es geht nicht darum, einfach und die Zeit tot zu... Das hätte ich auch nie... Ich geb auf. Doch. Ich lass. Okay, ich spreche mal mit dem Mülleimer, wie ihr meinte. Hallo? Jemand zu Hause? Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Okay. Habt ihr das auch gesehen? Nein. Copyright-Verletzung. Oh mein Gott, episch. Ja, aber können wir jetzt noch machen? Okay, dann geht's lang. Müssen irgendwie ein... Aha, ein Becher Wasser. Dum, 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 dum. Diese Smileys da hinten, ey. Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl Mann. Zerrissen ist. Schade. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie wir jetzt weitermachen sollen, damit dass der uns die Schlüssel gibt. Wer ist denn hier drin? Oh, Kaffee. Ein Wasserhahn. Drin. Vitamino.
Schokobröckchen, hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung. Okay. Nein, danke. Kann ich es angucken? Munch, Quatsch, Schmatz. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Polizeimarke? Alter. Durchgedreht geht das nicht, oder? Benutzen. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah. Alt und ungenießbar. Du hast gedacht, den nehmen wir. Kann man da rausgehen? Ah! Sie hat es dagegen geworfen. Oh, guck mal! Nom 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 nom. Buah. Alt und ungenießbar. Und raus. Ja. Ob es uns was bringt? Sind noch weiter? Irgendwie ja nicht so. Nee, da noch. Ah. Es ist verschlossen. Doof. Es geht nur weiter runter. Wie viel gerade Musik hier? Okay. Hallo Musik. Neu, wer ist denn der da? Okay. Musik wieder angemacht. Ist verschlossen. Doof. Was ist denn das da? What the fuck? Cornflakes. Bräuchte ich schon Hilfe von... Einfach mal Anarchie so ein bisschen wirken. Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Okay, schade. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Ich bin ein Fachmann. Schade. Ich glaube aber, hier kommen wir noch später hin. Ich geh einfach sowas von davon aus. Bist denn du? Weiter runter. Die Tür sieht heller aus. Oh oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Ich habe eine Sondergenehmigung. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Du bist erneut. Oder? Nein, warte, du bist gar nicht da. Ich habe... Alarm! Entflohener Patient!